Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich hier im Hamburger Rathaus begrüßen oder auch zu Hause an den Bildschirmen. Heute hat ein Fachgespräch stattgefunden zur Corona-Lage auf Einladung des ersten Bürgermeisters. Über die Ergebnisse werden Sie jetzt informiert. Es wird so sein, dass wir zunächst kleinere Eingangsstatements hören werden. Anschließend haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wenn Sie dies hier im Raum tun, dann nutzen Sie bitte die Mikrofone. Wenn Sie es digital machen wollen, bitte Fragen zur Sache. Wir haben nicht so viel Zeit. Die Wissenschaftler haben auch sehr viel zu tun, genauso wie der erste Bürgermeister. Insofern werden wir Fragen zur Sache gerne beantworten. Alle anderen Fragen werden an die zuständigen Fachressorts weitergeleitet. Der erste Bürgermeister hat das Wort. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind in einer komplexen Lage in der Corona-Pandemie. Sie wissen selbst, dass wir anders als im Frühjahr mittlerweile sehr viele Erkenntnisse haben aus der Wissenschaft, aus der Medizin über die Natur dieses Virus. Wir haben sehr viele Strategien, die erörtert werden. Es gibt Maßnahmen, die beschlossen worden sind, die aber auch diskutiert werden. Und ich stelle fest, dass die Wissenschaft und die Medizin in Deutschland nicht nur hervorragend arbeitet, sondern die Politik auch sehr gut berät und unterstützt. Das sehen wir hier ganz besonders in Hamburg. Wir haben ja eine hochkompetente Wissenschaftslandschaft, insbesondere in der Medizin, hier mit dem UKE, mit dem Bernhard-Nocht-Institut, mit weiteren Einrichtungen, die sehr intensiv an den Fragen der Corona-Forschung und der Corona-Pandemie arbeiten. Deswegen war es heute sehr gut möglich, die Experten, die wir hier aus dem Hamburger Raum zusammenrufen konnten, in dieses Gespräch einzubeziehen. Wir waren zusätzlich unterstützt durch Professor Krause vom Helmholtz-Institut in Braunschweig, der uns als Epidemiologe für die Diskussion zur Verfügung gestanden hat, der aber jetzt eben nicht aus praktischen Gründen hier nicht teilnehmen kann. Ich möchte in den Vordergrund stellen, dass es eine sehr, sehr große Übereinstimmung gibt in den meisten Fragen, die derzeit eine Rolle spielen. Also es gibt überhaupt keine Diskussion, dass wir das, was wir jetzt ein bis zwei Wochen haben, dieser sogenannte Wellenbrecher-Lockdown, dass der dringend nötig war, dass wir die Infektionszahlen senken müssen, dass es darauf ankommt, in der Pandemie sozusagen die Lage unter Kontrolle zu haben. Dazu gibt es keine zwei Meinungen, also jedenfalls heute in dem Gespräch gab es dort eine einhellige Unterstützung, dass diese Maßnahmen nötig sind, vielleicht sogar dringend erforderlich waren. Aber, und das ist auch deutlich geworden, darüber hinaus gibt es natürlich viele weitere Dinge, die zu bedenken sind, die jetzt auch Thema heute waren, wie wir wirklich im Schutz vulnerablen Gruppen, also der älteren Menschen, wie wir vorankommen, und zwar nicht nur im stationären Bereich, auch im ambulanten Bereich, wie wir mit dem Einsatz der Tests vorankommen, die ja sehr hilfreich sein können in bestimmten Zusammenhängen, wie wir das Monitoring ausgestalten sollten, also zu erkennen, wann sind Personen kritisch krank und müssen dann intensiver auch behandelt werden. Wie können wir Maßnahmen nicht verschärfen, aber schärfen, also spezifisch werden in dem, was die nächsten Wochen und Monate noch nötig ist, bis dann hoffentlich bald auch mit einer wirksamen Impfstoffversorgung zu rechnen ist, die wir dann ja auch dringend einsetzen wollen, um dann dieser Pandemie dann wirklich auch zeitlich dann ein Ende zu setzen. Das sind alles Themen, die heute eine Rolle gespielt haben und ich will Ihnen jetzt sehr gerne die Gelegenheit geben, von unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, den Medizinern hier heute Einschätzungen zur Situation und zur nächsten Zeit zu geben. Vielen Dank. Dann wird jetzt Professor Dr. Jonas Schmidt-Schanase zu Ihnen sprechen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr dankbar, dass der erste Bürgermeister zu diesem Fachgespräch eingeladen hat. Ich glaube, es war ein sehr, sehr guter Austausch zwischen den einzelnen Disziplinen innerhalb der Medizin, auch ein sehr wichtiger. Und das, was der Bürgermeister gesagt hat, was uns insbesondere umtreibt, ist natürlich, wie es in der Zukunft weitergehen soll nach diesen vier Wochen. Und insofern haben wir hier sehr wichtige Punkte gesprochen aus den einzelnen Blickwinkeln der Kollegen, die eben anwesend waren.
Und mich hat natürlich insbesondere die Teststrategie umgetrieben, wie die verfeinert werden kann, wie die verbessert werden kann, wie wir uns in den nächsten Wochen bezüglich der Testung so aufstellen können, dass wir gefährdete Personen noch besser schützen können, Teste noch schneller durchführen können und damit letztendlich auch zu einer Situation kommen, die verhindert, dass Infektionen in diesen Gruppen verstärkt auftreten, weil da sind wir uns auch alle einig gewesen, da kann und muss auch noch mehr passieren. Nun kommt die Infektionsmedizinerin Professor Dr. Marilyn Addo. Ja, auch ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Wir kommen gerade aus einem wirklich sehr angeregten Austausch und haben viele Facetten beleuchtet der derzeit laufenden Pandemie. Mein Beitrag zu der Diskussion hat sicherlich zwei Facetten auch gehabt. Ich habe zum einen berichtet über die Situation auf den Normalstationen im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Da sind wir momentan in einer kompensierten Situation. Es sind 21 Patienten stationär aufgenommen. Und momentan ist es eine beherrschbare Situation und Herr Kluge wird sicherlich gleich noch über die Situation auf den Intensivstationen berichten. Der andere Punkt, der natürlich uns diese Woche besonders bewegt, ist, wie sieht es aus mit Covid-Impfstoffen? Da haben wir nochmal gemeinsam reflektiert, wo stehen wir denn da gerade im Feld? Es sind ja über 200 Impfstoffkandidaten in der Entwicklung. Davon sind ungefähr 45 in der klinischen Prüfung schon. Und von diesen sind ungefähr 11 in der letzten Phase der klinischen Prüfung, also in der Phase 3, wo es um Schutzwirkung geht. Da haben wir diese Woche ja sehr optimistische und hoffnungsfrohe Botschaften erhalten aus dem Konstrukt, von einem der Frontrunner. Das ist die Firma BioNTech im Zusammenhang mit Pfizer, hat ja diese Woche berichtet, allerdings bisher nur im Rahmen einer Pressemitteilung, dass es da in der Zwischenanalyse eine Wirksamkeit von 90% gesehen wurde. Und das ist natürlich jetzt auch für das gesamte Feld schon mal ein sehr positives Signal, wobei wir natürlich noch die Daten und auch die Publikation dann sorgfältig evaluieren müssen, um das insgesamt einzuschätzen. Es gibt ja insgesamt so drei Frontrunner, AstraZeneca mit einem Vektorimpfstoff, dann BioNTech mit dem mRNA-Impfstoff und noch einen zweiten mRNA-Impfstoff. Und insofern haben wir so ein bisschen über die Perspektiven gesprochen, wann und wo geht es denn für uns auch hier weiter. Das können wir vielleicht nachher noch diskutieren. Und dann möchte ich vielleicht noch zuletzt kurz ein Update geben über die MVA-Studie, die öffentlich geförderte der Impfstoffstudie am UKE, von der wir ja berichtet haben auch. Und da sind wir ja im Oktober gestartet. Da haben jetzt alle Impflinge mindestens eine Impfung erhalten. Bisher ist der Impfstoff sehr gut vertragen worden und insofern läuft alles nach Plan. Das ist eine Phase-1-Studie. Und vielleicht, das haben wir auch nochmal diskutiert, weil es vielleicht nicht so vielen bewusst ist, dass die Studie, die diese wunderbaren Ergebnisse oder die sehr optimistischen Ergebnisse gezeigt hat, die läuft natürlich auch in Hamburg unter meiner Leitung in Zusammenarbeit mit dem Bernhard-Nocht-Center for Clinical Trials, mit Professor Ramhartas Gruppe, Sektion Tropenmedizin. Da sind hier in Hamburg auch über 60 Impflinge oder Probanden mit involviert. Also auch Hamburg macht einen Beitrag zu dieser Impfstoffentwicklung. Und damit möchte ich vielleicht kurz enden. Danke. Vielen Dank. Als nächstes der Intensivmediziner und Lungenfacharzt, Professor Dr. Stefan Kluge. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin auch sehr glücklich über diesen Austausch heute von Wissenschaft, Medizin und Politik. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns hier kontinuierlich austauschen. Ich möchte auch sagen, dass wir uns auch im Rahmen der Hamburger Intensivmediziner kontinuierlich austauschen und natürlich auch der deutschen Intensivmediziner im Rahmen der DIVI, weil wir alle wissen, dass die intensivmedizinischen Betten das Nadelöhr sind. Und ja, die aktuelle Situation ist so, dass wir am UKE 12 Patienten auf der Intensivstation mit Covid-19 behandeln, dass wir aber Betten freihalten müssen für Covid-Verdachtsfälle und weitere Erkrankungsfälle. In Hamburg betreuen wir momentan alle Kliniken zusammen 71 Patienten auf der Intensivstation mit Covid-19 und in Deutschland ca. 3.300. Und wir sehen, dass diese Zahlen kontinuierlich ansteigen. Das ist auch zu erwarten. Wir haben auch heute wieder von sehr hohen Infektionszahlen in Deutschland und Hamburg gehört. Und wir wissen ja alle, dass die Zahl der intensivstationären Aufnahmen circa 10 Tage hinterherhinkt und dann circa 10 Tage bis 2 Wochen nochmal die Zahl der Todesfälle. Das heißt, wir können jetzt sicher weiter sagen, dass die nächsten 2-3 Wochen diese Zahlen weiter steigen werden. Wir müssen natürlich alle Zahlen immer berücksichtigen. Aber aus Sicht der Intensivmedizin ist es nicht der Zeitpunkt jetzt, wo über eine Lockerung der Maßnahmen nachgedacht werden kann. Dafür ist es noch zu früh.
Ansonsten ist es sicherlich extrem wichtig, und das war ja auch ein Thema heute, zu überlegen, wie gerade die vulnerablen Patientengruppen, und das sind die älteren Patientengruppen mit Vorerkrankungen, besonders geschützt werden können. Wir wissen, dass das Alter der stärkste Faktor ist für stationäre Krankenhausaufnahme und Versterben. Das sehen wir auch bei den Intensivpatienten, bei den beatmeten Patienten. Die Patienten, die versterben, sind über 80 Jahre alt in Hamburg und in Deutschland. Trotzdem müssen wir natürlich die Gesamtgruppe in der Gesellschaft schützen. Und das ist sicherlich ein guter Austausch heute gewesen, um hier entsprechende Konzepte auch zu überlegen. Vielen Dank. Als nächstes der Allgemeinmediziner Professor Dr. Martin Scherer. Ja, vielen Dank. Ich bin ausgesprochen dankbar für die Einladung des ersten Bürgermeisters und für diesen interdisziplinären Austausch. Man spürt, dass wenn unterschiedliche Disziplinen zusammenkommen, die Intensivmedizin, die Infektiologie, die Virologie, aber auch die Epidemiologie, was sich da für eine Kraft entfaltet. Und das ist deshalb so wichtig, weil unser Bürgermeister schon gesagt hat, es ist eine sehr komplexe Situation, da gibt es oft kein richtig und falsch und es gibt oft mehrere Perspektiven auf eine und dieselbe Sache und es ist gut, dass diese Perspektiven hier heute zusammengekommen sind. Ich habe über zwei Dinge berichtet, einmal über die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, was sie zum Schutz der Älteren sagt, und dann zur ambulanten Versorgung. Vielleicht erstmal zu den vulnerablen Personengruppen. Es ist so, dass es eine sehr starke Altersabhängigkeit gibt im Hinblick auf Komplikationsraten und schlimme Verläufe. Aber in den Alten- und Pflegeheimen sind die Personen konzentriert, wo nicht nur das Alter als Risikofaktor gegeben ist, sondern wo dann auch noch weitere chronische Erkrankungen dazukommen. Und wir wissen, je mehr chronische Erkrankungen zu dem Alter dazukommen, desto höher ist das Risiko. Und deshalb sind auch insbesondere Alten- und Pflegeheime so empfindlich für diese Viruserkrankung. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin hat Empfehlungen zum Schutz dieser Alten- und Pflegeheime gemacht. Und die habe ich heute berichtet. Das andere ist, dass die ambulante Versorgung genauso geschützt werden muss vor Überlastung wie die stationäre Versorgung in den Krankenhäusern, weil sie in zweierlei Hinsicht eine Art Schutzfunktion auch für den stationären Bereich bietet. Zum einen, dass nicht ungerichtet und ungezielt Menschen mit Covid oder Covid-Verdacht in die Kliniken laufen. Das passiert zum Glück nicht. Und das ist also erstmal wichtig, dass die Vorselektion sehr gut funktioniert und das ambulante Monitoring so gut funktioniert, dass die, die nicht stationär behandlungsbedürftig sind, auch nicht in die Kliniken gehen, aber dann unbedingt auch die in die Kliniken eingewiesen werden müssen, die eben eine Indikation dafür haben. Die andere Schutzfunktion ist, einmal für die Kliniken, aber natürlich auch für die Patientinnen und Patienten, die andere Erkrankungen haben, dass die ambulante Versorgung aufrechterhalten wird. Das ist absolut erforderlich. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle, und die Kolleginnen und Kollegen tragen das mit, auch wirklich nochmal appellieren, Versorgung, da wo sie nötig ist, in Anspruch zu nehmen. Also Covid-19-Erkrankung ist weder eine nosokomiale Infektion, also keine Erkrankung, die man jetzt im Krankenhaus bekommt, noch eine Erkrankung, wo man Angst haben muss, dass man sie in den Praxen bekommt, in den niedergelassenen Praxen. Die sind sehr gut vorbereitet und sehr sicher. Und es gibt Infektsprechstunden, es gibt eine sehr gute Trennung von Infizierten und Nicht-Infizierten. Und deshalb ist es unglaublich wichtig auch, dass die Menschen, die Versorgungsbedarf haben, den auch in Anspruch nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann der Präsident der Hamburger Ärztekammer, Dr. Petram Imami. Ja, auch von mir einen großen Dank an den ersten Bürgermeister für die Einladung, was in dieser besonderen Situation für uns auch nochmal für die Öffentlichkeit zur Darstellung bringt, dass wie selten in der Vergangenheit jetzt die Politik sehr sachorientiert und unter Zuhilfenahme wissenschaftlicher Expertise und Fachexpertise Entscheidungen überlegt. Ich glaube, das ist auch für das Bewusstsein außerhalb dieser Räume sehr wichtig zu wissen,
dass bei all den schweren Entscheidungen, die gefällt werden, im Hintergrund sehr viel Sachverstand dabei ist, sehr viel Abwägung dabei ist, auch sehr viel Berücksichtigung von Nöten, Ängsten, Sorgen, Probleme, auch mit einem Augenmerk auf die perspektivischen Fragen für die Zukunft dabei sind. Ich hoffe, das trägt zum Verständnis und zur Entlastung bei. Dabei will ich ad 1 auch einen Dank ausrichten, an dieser Stelle gleichsam auch an die Menschen hier in Hamburg, die natürlich mit einem hohen Maß an Disziplin und an Selbstdisziplin dafür sorgen, dass trotz der schweren Umstände die Verhältnisse hier bei uns in Hamburg doch erfreulicherweise nicht so dramatisch sind, wie wir es zum Beispiel aus den Nachbarstaaten kennen. Das ist ganz besonders hervorzuheben, weil auch der weitere Verlauf und die weitere Entwicklung der Dinge sehr, sehr viel abhängig ist von dem, was die Menschen natürlich hier tun. Alle Bemühungen der Wissenschaft, der Klinik, der Medizin, der Politik wäre vergebens, wenn die Menschen alle nicht am selben Strang ziehen würden. Das tun sie mehrheitlich in diesem Land. Dafür will ich auch an dieser Stelle meinen Dank aussprechen und Ihnen natürlich auch für das Zuhören. Dann danke ich für die einleitenden Worte und bitte um Fragen. Herr Schenk, bitte. Gut, vielleicht können wir zuerst die Frage beantworten zum R-Wert und der Infektionszahl. Ich glaube, Herr Schmidt-Janasit ist da derjenige, der Herrn Krause jetzt am besten vertreten kann. Ich bin am nächsten an Herrn Krause dran. Also ich muss jetzt etwas für Herrn Krause sagen. Wir haben uns die Zahlen ganz genau angeschaut und ich glaube, es ist auch schon oft genug diskutiert worden, dass wir natürlich bei den Infektionszahlen relativ früh sehen, wie die Entwicklung ist und der R-Wert einfach natürlich dem etwas folgt und auch noch angepasst werden muss. Das sehen wir ja bei den RKI-Zahlen. Das heißt, der kann durchaus auch noch steigen. Das heißt, diese Lücke, die Sie da beschrieben haben, da wäre ich noch sehr vorsichtig. Nichtsdestotrotz, das hat ja das RKI auch gesagt, kann man leise Hoffnung schöpfen, dass es zu einer Stabilisierung kommt mit einem Vorbehalt. Aber es sieht auch bei einigen Hamburger Zahlen, so wie ich es auch verstanden habe bei der Präsentation, so aus, als ob es diese Entwicklung geben könnte. Nichtsdestotrotz, und das ist dann Ihre letzte Frage auch gewesen, glaube ich, ist es zu früh, die Auswirkungen des Wellenbrecher-Shutdowns jetzt beurteilen zu können. Aber Bürgermeister Tschentscher hat auch noch mal ganz klar gesagt, dass natürlich vor dem Wellenbrecher-Shutdown auch schon Maßnahmen eingeführt werden, umgesetzt wurden, Sperrstunde, die dazu geführt haben können, dass es eben zu dieser postulierten Stabilisierung der Lage kommt. Aber das, was Herr Imami auch noch mal hervorgerufen hat, ich glaube, das viel, viel Entscheidendere, Wichtigere ist wirklich das Verhalten der Bevölkerung jenseits dieser Maßnahmen. Und ich glaube, das hat sich, und das haben viele Menschen, glaube ich, auch bemerkt, auch verändert. Wenn man entsprechende Appelle eben sozusagen an die Bevölkerung gerichtet hat und gesagt hat, die Lage ist ernst, ich glaube, dann haben sich viele Leute auch sozusagen noch stärker an die Regeln gehalten. Und das ist genau, glaube ich, der Punkt, wo man auch in der Zukunft verstärkt hineinwirken muss und gerade die Zielgruppen erreichen sollte, die wir bisher noch nicht so gut erreicht haben. Ja, ich glaube, das beantwortet jetzt die meisten Ihrer Fragen. Ich denke, man kann eindeutig sagen, die Maßnahmen, die wir jetzt seit letzter Woche in Kraft gesetzt haben, seit dem 2.11. wirken auf jeden Fall. Wir sind aus dieser sehr starken exponentiellen Entwicklung mal wenigstens in eine Lage gekommen, in der wir uns jetzt jedenfalls Hoffnung machen können, dass es ein stabiles Niveau ist. Ob es sich wirklich so bestätigt, wird man die nächsten Tage sehen.
Und wichtig wird sein, wirken die Maßnahmen so nachhaltig, dass die Infektionszahlen auch wirklich wieder ein Stück nach unten gehen. Denn das ist ja eigentlich das Ziel gewesen. Das lässt sich aber aus heutiger Sicht noch nicht sagen. Und bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass ich der Diskussion auf der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin am Montag jetzt nicht vorgreifen möchte. Aber gehen Sie davon aus, dass wir alle Fragen bedenken und uns auch dieser Frage stellen, wie wir jetzt weiter mit Maßnahmen verfahren, die im Laufe des Novembers oder möglicherweise Ende November dann zu entscheiden sind. Gut, vielen Dank, Herr Fischer. Ja, es war ja, wurde ja einhellig begrüßt, dieses Treffen. Soll das jetzt verstetigt werden? Das heißt, wird sich die Politik weiter mit den Fachexperten auch in einer gemeinsamen Runde beraten? Und dann noch die Frage an den Bürgermeister, was von diesem Treffen konkret nehmen Sie denn jetzt am Montag mit in das Gespräch mit den Länderkollegen und der Kanzlerin? Und natürlich warten die Bürger auch auf so ein Signal. Dieser Teil-Shutdown war ja irgendwie mit der Aussicht verbunden, dass man ein Weihnachtsfest, zumindest also kein normales, aber im Kreise der Familie feiern kann, wenn es denn alles gut läuft. Wird denn nach der Konferenz am Montag schon absehbar sein, ob sich da die Hoffnung bestätigt? Also zur ersten Frage bedanke ich mich erstmal bei diesen Experten, die jetzt hier auch zur Verfügung stehen, dass sie bei all den Verpflichtungen, Terminen und dem Arbeitsvolumen, das sie haben, sich bereit erklären zu diesen Roundtable-Gesprächen hier im Rathaus. Ich habe vorhin angedeutet, dass es für mich jedenfalls sehr hilfreich wäre, wenn wir ein solches Gespräch auch fortführen können. Es ist nicht ausdrücklich widersprochen worden, aber es hängt natürlich jetzt viel auch an diesen praktischen Fragen. Auf jeden Fall ist es sehr hilfreich gewesen, heute nochmal ein Update zu haben aus der Sicht von Experten aus den unterschiedlichen Disziplinen. Ich werde all diese Hinweise und Anregungen, die auch noch sehr viel präziser waren in bestimmter Hinsicht, mitnehmen in die Beratung der Ministerpräsidenten, in die weiteren Erörterungen, auch wie wir in Hamburg weiter vorgehen. Aber das wird sich zeigen, wie weit wir auch in Zukunft in einem solchen Rahmen die aktuellen Themen noch präzisieren und einfach die, ja, die Strategie noch verfeinern und verbessern können. Aber auch jetzt noch einmal zu dem, was wir am Montag machen und wie wir weiter in der Politik vorgehen. Ich möchte jetzt nicht vorgreifen und wir haben heute die Experten hier zu Gast, die viele spezielle Fragen beantworten können. Deswegen sollten wir das anderen Pressekonferenzen überlassen. Aber ich verstehe, um das vorwegzunehmen, ich verstehe sehr gut das große Bedürfnis, Planungssicherheit zu haben, zu wissen, was kommt. Aber es ist eben so unglaublich schwer jetzt für irgendjemanden in eine Glaskugel zu blicken und zu sagen, das wird Ende November, das wird Mitte Dezember, das wird Weihnachten der Fall sein. Vieles hängt wirklich von dem ab, was es in den nächsten Tagen und Wochen an Infektionszahlen gibt und wie wir in der Lage sind, mit den Maßnahmen, die schon beschlossen sind, voranzukommen. Vielen Dank. Dann würde ich noch mal ein Stichwort von Herrn Schenk von vorhin aufnehmen, wozu noch nichts gesagt wurde, aber wozu es auch zwei Fragen gibt, drei, wenn man es genau nimmt, von der Hamburger Morgenpost, und zwar an Herrn Schmidt-Schanasit, nehme ich an, weil Sie sich mit Virologie besonders gut auskennen. Wie bewerten Sie die Corona-Lage an Hamburgs Schulen? Muss die Strategie des Präsenzunterrichts geändert werden? Gibt es eine rote Linie, ab welcher Infektionszahl an allen Hamburger Schulen Hybridunterricht oder Homeschooling unabdingbar ist? Das sind die Fragen zum Thema Schule vielleicht. Also zu den konkreten Maßnahmen werde ich mich nicht äußern, weil das natürlich ein hochkomplexes Geschehen ist. Das ist, glaube ich, jedem klar im Schul- und Kita-Bereich. Aber wir sind uns alle einig gewesen, auch nach der Präsentation des Bürgermeisters, dass das Infektionsgeschehen an den Schulen nach den oder zumindest erstmal an den Kitas, also bei den unter Sechsjährigen, so ist, dass es kein großes Problem darstellt. Ich glaube, wir hatten 80.000 Teste und knapp 100 positive. Also das waren die Zahlen, die ich jetzt noch in Erinnerung habe. Und was wir uns auch noch mal sozusagen klar machen müssen, ist, dass natürlich je mehr Infektionen außerhalb auftreten, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass diese Infektionen auch in Schulen hineingetragen werden. Und das führt natürlich dann dazu, dass Quarantäne notwendig wird, dass Klassen in Quarantäne oder zum Teil, wenn es dann eben mehrere Fälle gibt, sogar ganze Schulen in Quarantäne gehen.
da kann man und muss man meines Erachtens auch weiter daran arbeiten, das zu reduzieren. Das kann man mit einer guten Teststrategie, weil wir wissen ja, wenn wir regelmäßig testen, gerade die Kontaktpersonen, kann man durchaus auch einen Betrieb sichern, ohne dass die Menschen automatisch 14 Tage oder in dem Fall die Schüler 14 Tage in Quarantäne gehen. Also das ist meine Sicht von der Testseite. Viele, viele andere Faktoren müssen von den anderen Experten bewertet werden, also wie jetzt der Hybridunterricht möglich ist. Was Luftfilter betrifft, das sind sozusagen Themen, die weit über meine Expertise hinausgehen. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir uns über die Tests unterhalten haben, dass da auch viele hoffnungsvolle Daten vorliegen, gerade was eine Vereinfachung der Teste betrifft, auch der klassischen PCR-Teste, der Probenentnahme und auch der Verfügbarkeit und der schnellen Durchführbarkeit. Und dass das auch schon dazu führt, dass man den Unterricht auch in so einer kritischen Phase, wo viele Infektionen außerhalb der Schulen auftreten und dann natürlich auch in die Schulen getragen werden, dass man trotzdem dafür sorgen kann, dass dieser Schul- und natürlich auch der Kita-Betrieb weiter aufrechterhalten werden kann. Vielen Dank. Dann würde ich auf die Fragen von Insa Gall vom Hamburger Abendblatt kommen. Zwei davon sind schon beantwortet worden. Die dritte müsste man noch. Wann könnte in Hamburg mit ersten Impfungen begonnen werden? Ich nehme an, dass ich diese Frage zumindest mal versuche zu beantworten. Die genauen Timelines für das Rollout des Impfstoffs sind natürlich ein bisschen schwierig vorherzusagen. Also diese Zwischenanalyse, die diese Woche berichtet wurde von BioNTech/Pfizer, ist sehr vielversprechend. In den USA soll zügig eingereicht werden zu einer Zulassung. Die EMA geht davon aus, dass das erst wahrscheinlich im neuen Jahr zu einer Zulassung kommen würde, wenn denn alles nach Plan läuft. Die Vorbereitungen zu einem Rollout auch in der Stadt, hier in Hamburg, die laufen schon auf Hochtouren. Aber die Verfügbarkeit in größeren Stile wird sicherlich erst im neuen Jahr da sein. Und da müssen wir uns natürlich ganz klar realistisch im Klaren darüber sein, dass nur eine gewisse Anzahl an Impfdosen zur Verfügung steht. Wir reden momentan vor allem von dem Produkt, das ja wahrscheinlich als erstes verfügbar sein wird, so denn das alles nach Plan läuft, also diesem Pfizer-BioNTech-Impfstoff. Der muss zweimal verimpft werden, da ist große Logistik dahinter. Er muss ja sehr kühl gelagert werden. Also das ist jetzt kein ganz triviales Unterfangen. Wie gesagt, die Planungen laufen auf Bundesebene und natürlich auch hier in der Stadt schon auf Hochtouren, das umzusetzen. Es gibt ein Positionspapier des Ethikrats, der STIKO und der Leopoldina, die jetzt schon mal die ethischen Rahmenbedingungen und eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie man denn mit der Priorisierung voranschreiten kann, das sicherlich eine gute Grundlage ist, das auch politisch dann hier in Hamburg und auch bundesweit umzusetzen. Das muss ja auf politischer Ebene entschieden werden, wie das umgesetzt wird. Und also ich denke, im neuen Jahr werden da die ersten Schritte gegangen werden. Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Frage von Jan Möller, Norddeutscher Rundfunk vom Radio 90,3 an Herrn Professor Dr. Schmidt-Schanasit. Wie beurteilen Sie das Infektionsrisiko beim Sport, insbesondere beim Mannschaftssport in der Halle? Das ist eher natürlich eine Frage auch für Gerard Krause, und so eine allgemeine Aussage ist da immer schwer. Das kommt natürlich darauf an, wie die Leute sich dort genau verhalten, was das für eine Halle ist, wie lange man sich dort aufhält. Also eine pauschale Aussage ist da ganz schwer. Es ist so, wenn wir eben eine erhöhte Inzidenz haben, so wie es jetzt ist, wird es auch bei diesen Sachen irgendwann schwierig. Und insofern muss man natürlich hier auch zusehen, von diesen hohen Fallzahlen runterzukommen, um eben eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Auch wenn die Datenlage eben nicht so ist, dass wir ganz klar sagen können, dort treten sehr, sehr, sehr viele Infektionen auf. Das ist ja genau das Problem, was die Politik hier hat, sozusagen diese Entscheidung trotzdem treffen zu müssen. Und diese Entscheidung ist nun gefallen. Und ich bin jetzt der Letzte, der sagen würde, da sind sozusagen vielleicht nur eine Handvoll von Infektionen aufgetreten. Fakt ist, diese Daten müssen wir auch in der Zukunft sozusagen weiter erheben. Das ist eine wichtige Aufgabe, auch in der Forschung, damit eben diese Entscheidung geschärft, das, was auch der erste Bürgermeister gesagt haben kann, genau an der Stelle geschärft werden können, damit sie sehr wirksam wirken an diesen Stellen. Ob das jetzt allgemein für den Sport gilt, das, glaube ich, wäre jetzt eine falsche Aussage. Wir müssen ja also ganz genau hinschauen, was das für Sportarten sind, wie die Bedingungen sind, wie viele Leute dort zusammenkommen und so weiter. Also insofern kann man da jetzt nicht allgemein sagen, viele oder wenige Infektionen. Ja.
Vielen Dank. In Sagal vom Hamburger Abendblatt rügt mich, dass der erste Bürgermeister nicht zu Wort gekommen ist. Er möge bitte auch noch etwas zur Impffrage sagen. Ab wann ist in Hamburg mit einer Impfung zu rechnen? Ja, nach dem, was Frau Professor Addo gesagt hat, können wir damit hoffentlich bald rechnen. Und wir arbeiten jetzt jeden Tag daran, dass sobald der Impfstoff zur Verfügung steht, er wird ja beschafft von der Bundesregierung, wird dann den Ländern zur Verfügung gestellt, dass wir diesen Impfstoff dann in einer zentralen Impfstelle unmittelbar auch einsetzen können. Das hat sehr, sehr hohe logistische Anforderungen. Da wird es sehr viel ärztlichen, fachlichen Aufwand geben, den wir für eine sichere Impfung, für eine Kontrolle auch der Impfung für die vorgesehenen Personen dann, die wir dann sicherstellen müssen. Also wir arbeiten jeden Tag jetzt an der Vorbereitung eines solchen Impfregimes, in der Umsetzung. Und es gilt alles, was Frau Professor Adler gesagt hat. Wir sind froh, dass es jetzt auch schon erste Einschätzungen darüber gibt, mit welchen Personengruppen zu beginnen ist. Ich gehe davon aus, dass wir die konkrete Auswahl der wirklich dann konkret zu impfenden Personen dann hier auf Länderebene dann organisieren müssen. Und insofern sind wir dieser wichtigen Aufgabe gegenüber jetzt sehr ambitioniert gegenüber eingestellt und werden das umsetzen. Da können sich alle Bürgerinnen und Bürger in Hamburg darauf verlassen, dass wir, sobald eine Impfung, ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht, dass wir den hier auch zur Verbesserung der Infektionslage und der Pandemiebekämpfung einsetzen werden. Vielen Dank. Dann darf der erste Bürgermeister sein Mikro wieder ausmachen. Vielen Dank. An Christine Busch von der Hamburger Morgenpost möchte gerne wissen, elektive Eingriffe werden in den Kliniken bereits verschoben. Mit welchen weiteren Maßnahmen soll eine Überlastung des Personals in den Kliniken verhindert bzw. das Personal aufgestockt werden? Vielleicht möchte Professor Kluge. Ja, der Personalstamm in den Krankenhäusern ist ja endlich und definiert. Das heißt, eine Aufstockung von externen ist schwierig, auch wenn bei der ersten Welle uns hier auch Kräfte unterstützt haben, die schon in Ruhestand waren und so weiter. Aber man merkt, dass insgesamt natürlich in der Bevölkerung und auch bei unseren Mitarbeitern das Engagement etwas zurückgegangen ist. Wir sind alle etwas müde angesichts dieser jetzt lang dauernden Corona-Pandemie. Insofern bleibt uns gar nichts anderes übrig, als wenn jetzt weiter die Covid-19-Fälle zunehmen in Krankenhäusern, und das ist ja für die nächsten 2 bis 3 Wochen zu erwarten, dass wir Personal versetzen in den Krankenhäusern und Leistungen, die nicht unbedingt zeitkritisch sind, reduzieren. Und das ist sicherlich eine ganz diffizile Aufgabe, dass man wirklich schaut, bei welchen Patienten können wir eine stationäre Behandlung und eine Operation auch verschieben, ohne dass diese Patienten Schaden nehmen. Und wir sprechen im Moment natürlich mit vielen Mitarbeitern, die zum Beispiel Intensiverfahrung haben oder Erfahrung auf den Infektionsstationen, dass sie wieder dort arbeiten, sodass wir einfach diese Behandlung der kritisch kranken oder stationär zu behandelnden Patienten einfach in Hamburg sicherstellen können. Wir sind da sehr optimistisch. Es darf aber, und das hat Professor Scherer gesagt, auf keinen Fall dazu kommen, dass die Menschen, die wirklich medizinische Hilfe benötigen, sowohl im ambulanten Bereich als auch im stationären Bereich, jetzt die Krankenhäuser oder Arztpraxen meiden. Jeder Patient in den Krankenhäusern wird ja mit einem PCR-Test auch gescreent. Und ich denke, das Krankenhaus ist schon ein sicherer Ort, weil auch diese Covid-19-Patienten in definierten Bereichen liegen. Wir müssen halt wirklich aufpassen, dass wir jetzt nicht wie bei der ersten Welle sehen, dass viele Menschen dann nicht aus falsch verstandener Angst die ärztliche Behandlung vermeiden oder ablehnen. Das wäre ein sehr unangenehmer Nebeneffekt der jetzigen Corona-Pandemie und der Maßnahmen. Vielen Dank. Dann habe ich insgesamt 6 Personen noch und dann ist die Zeit auch schon vorum. Also insofern das nur so als kurze Ankündigung. Herr Strelapol wäre der Nächste, dann Herr Krönke, Herr Fischer, Herr Dück und dann habe ich noch 2 Digitale. Vielleicht zur ersten Frage, der Begriff, also dieser Ausdruck schärfen
statt zu verschärfen, das urheberrechtlich bei Professor Scherer, der hat das eben in unserem Gespräch gesagt und ich habe das übernommen, weil ich das sehr klug finde, zu sagen, wir wollen ja möglichst wenig Einschränkungen für diejenigen bewirken, die vielleicht nicht so stark betroffen sind, also vom Risiko der Infektion, von einer potenziellen Erkrankung. Wir müssen aber dafür sorgen, dass eben die Infektionszahlen niedrig bleiben. Und deswegen, je mehr wir wissen und je mehr wir zum Beispiel auch die Teststrategien, die Herr Schmidt-Chanasit entwickelt, einsetzen, umso gezielter können wir Maßnahmen dann auch lockern. Das ist eigentlich die Idee gewesen dieses Zitats, glaube ich. Und ich schließe mich dieser Haltung sehr gut an. Wir wollen ja nur so viel Einschränkungen wie nötig, aber eben die Maßnahmen, die nötig sind, dann auch gezielt einsetzen. Das steht hinter dieser Formulierung. Ja, die Frage zu der Zahl der Intensivbetten. Also jede Klinik in Deutschland, die Intensivbetten betreibt, ist ja verpflichtet, die Intensivbetten zu melden. Zum einen die freien Betten, die belegbaren Intensivbetten, die Reservebetten, wie viele Patienten mit Covid-19 werden behandelt, sind verlegt und verstorben. Und das ist sehr, sehr sinnvoll. Es hat aber dazu geführt, dass in den letzten Monaten nicht mehr genau differenziert wurde, welches Intensivbett ist vorhanden und kann auch betrieben werden mit Personal. Wir haben ja in Deutschland sehr viele Intensivbetten aufgebaut, auch in Hamburg mehrere hundert Intensivbetten. In Hamburg stehen maximal 900 Intensivbetten zur Verfügung, das ist sehr, sehr viel. Wir haben viele Beatmungsgeräte auch bekommen über das BMG und über die Behörde und das ist sehr, sehr gut. Aber wir können nicht alle Intensivbetten betreiben, weil das Personal einfach fehlt. Das fehlte auch schon vor der Pandemie. Und Intensivbetten zu betreiben und Corona-Intensivpatienten zu behandeln, ist einfach personalintensiv. Und daher wurden in den letzten Wochen im DIVI-Intensivregister in ganz Deutschland, aber auch in Hamburg, immer Betten als betreibbar gemeldet, die aber nur vorhanden sind, aber wo kein Personal dafür da ist. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen mit der DIVI, aber auch mit den Hamburger Intensivmedizinern immer wieder Appelle an die Menschen, die in den Krankenhäusern das eingeben. Und das ist sehr unterschiedlich. Das sind manchmal Verwaltungsmitarbeiter, manchmal auch Ärzte. Nochmal wirklich gesagt, appellativ, es dürfen wirklich in diesen verschiedenen Kategorien nur die Betten auch gemeldet werden, die betreibbar sind mit Personal. Und das hat dazu geführt, dass jetzt doch weniger Betten in Hamburg dann als akut betreibbar gemeldet werden. Sowohl in Hamburg als auch im DIVI-Register national sehen Sie diesen Trend. Und das ist allein auf diesen Appell zurückzuführen. Wir unterscheiden da aber sehr genau, was ist an Reservebetten möglich. Da haben wir, wie gesagt, auch in Hamburg sehr, sehr viele Betten, die wir aber nur betreiben könnten, wenn wir das Personal dann im Krankenhaus verschieben. Und da muss das Personal dazu bereit sein. Und wir müssen natürlich auch konstatieren, wir sehen ja in der Gesamtbevölkerung in Hamburg und in Deutschland sehr viele Infektionsfälle, heute weit über 20.000. Die sind natürlich bei Kindern, die sind bei Erwachsenen, die sind auch bei Krankenhausmitarbeitern. Und das Schwierige an dieser Coronavirus-Infektion ist ja, dass bis zu 15% der Patienten oder der Infizierten asymptomatisch sind. Und deswegen ist es immer wieder so, dass auch mal ein Arzt krank zur Arbeit kommt. Und da geht es natürlich darum, für die Hamburger Krankenhäuser das auch frühzeitig zu erkennen. Und da fallen natürlich auch immer wieder Mitarbeiter oder auch Quarantänekontakte dann aus. Und das erschwert natürlich einfach diese Situation des Personalmangels in Hamburger Krankenhäusern. Aber das Problem haben wir in ganz Deutschland. Vielleicht darf ich noch auf Herrn Strehler polen. Ich habe eben so politikertypisch, ne, können Sie mal ein Beispiel nennen für Schärfen statt Verschärfen, habe ich so allgemein gesagt, was wir damit machen. Aber ich will Ihnen jetzt noch mal ein Beispiel nachliefern, weil das wirklich sehr interessant war, eben im Expertengespräch. Wir müssen ja zum Beispiel die soziale Isolation in den Pflege- und Senioreneinrichtungen verhindern. Und trotzdem gibt es Maßnahmen, die noch besser geeignet wären, zu erkennen, ob zum Beispiel ein positiv getesteter Patient oder Bewohner noch besser überwacht werden kann, indem man zum Beispiel sagt, so muss das Monitoring sein, täglich eben vielleicht Fieber, Blutdruckmessung. Es ist auch gesprochen worden, ist es leistbar, dann ein Sauerstoffsättigungsmonitoring zu machen. Das sind Beispiele dafür, wie wir vielleicht noch präziser werden können, ohne dass wir jetzt Maßnahmen ausweiten müssten. Das wäre wichtig uns. Also die soziale Isolation in den Pflege- und Senioreneinrichtungen ist etwas, was wir unbedingt vermeiden müssen. Zugleich sind dort aber vulnerable Personengruppen, also die älteren, manchmal eben auch vielfältig erkrankt, vorerkrankten Personen, bei denen wir aufpassen müssen, dass sie eben nicht zu den schweren Erkrankungsfällen werden, die dann auf der Intensivstation am Ende landen. Herr Krönke, bevor wir einen Shitstorm bekommen, dass man die Fragen von RTL auch nicht hört, würden Sie bitte dieses Mikrofon nutzen und Ihre Fragen stellen. Sie können einmal durchs Bild gehen. Ich glaube, alle merken,
es passiert jetzt nichts, außer dass Herr Krönke durchs Bild geht. Von RTL nochmal. So, ich hoffe, dass man Sie jetzt auch im World Wide Web mit Ihrer Frage versteht. Dankeschön, Herr Schweizer. Ja, meine erste Frage an den Herrn Bürgermeister. Vielleicht noch ein kurzer Kommentar zu diesen 660 Neuinfizierten. Das war die letzte Zahl. Wahrscheinlich ist das jetzt schon wieder eventuell ein bisschen höher gegangen. Was für Sie überraschend und vielleicht auch für dieses Gremium heute, ist das ein Peak? Man liest immer von Rekordzahlen. Oder rechnet man ohnehin schon jetzt mit einem weiteren Anstieg? Und eine zweite Frage dann noch an Herrn Hanasit. Herr Spahn plant offensichtlich, möglichst Pflegekräfte täglich zu testen mit dem Schnelltest. Ist sowas überhaupt zu stemmen von, ja, vom Personal her und auch von dem Laborpersonal her? Zur ersten Frage, also die täglichen Infektionszahlen, die beeindrucken mich nicht ganz so sehr. Natürlich haben wir mal einen Peak, das hatten wir auch die letzten Wochen. Es gibt fast so eine Wochenrhythmik. Weder besorgen mich diese sehr hohen Einzelwerte, noch die erleichtern mich diese niedrigen Werte, die wir manchmal haben an einzelnen Tagen, weil es immer Gründe gibt, weswegen sich dieser Nachweis von Neuinfektionen ein Stück weit verschiebt und nicht gleichmäßig Tag für Tag sich die Infektionszahlen stetig entwickeln. Insofern blicken wir immer auf Auswertungszeiträume, also zum Beispiel auf Wochen, wo wir auch nach Altersgruppen erfassen, wie viele Neuinfektionen zum Beispiel in einer Woche kumulativ entstanden sind. Und das ist unser Maßstab. Wir haben derzeit die begründete Hoffnung, dass wir in einem Plateau sind. Wir haben einen R-Wert, der unter 1 ist, selbst wenn er über 7 Tage geglättet ist. So gibt uns das RKI ja die Hamburger Daten auch an. Aber wir sind eben noch nicht auf sicherem Terrain. Wir müssen durch die Zahlen der nächsten Tage und Wochen sicher sein, dass wir die Infektionsdynamik, also diese Welle, gebrochen haben und eben hoffentlich auch wieder ein Stück weit runterkommen, einfach um Sicherheit zu bekommen in dem weiteren Management der Pandemie und darüber hinaus, wenn man so will, auch die Frage wirklich fundiert entscheiden können, ob wir uns Lockerungsschritte erlauben können Ende November oder eben mindestens Richtung Weihnachten. Ja, bezüglich der Testfrage, das haben wir natürlich intensiv diskutiert und wir sind uns alle einig gewesen, dass die Testqualität nach wie vor hochgehalten werden muss und dass wir nicht da sozusagen in die Richtung gehen sollten, dass wir massenhaft jetzt Schnelltests verteilen, ohne dass sie professionell durchgeführt und ausgewertet werden, weil da natürlich eine hohe Verantwortung mit einhergeht. Und da haben wir auch nochmal darauf hingewiesen, ein ganz wichtiger Punkt, dass natürlich auch positive Schnellteste gemeldet werden müssen, damit man natürlich den Überblick behält. Und in diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass die Schnellteste nicht die PCR ersetzen sollen, sie werden sie supplementieren, also an wichtigen Punkten eben sozusagen ergänzen. Und jetzt konkret auf die Pfleger angesprochen in den Heimen, ist ja durchaus vorstellbar, dass man an dem PCR-System mit neuen Entnahmemethoden und mit einer schnelleren Abarbeitung der Proben arbeiten kann. Das überlegen wir, ob das in Hamburg dann umsetzbar ist und die Schnelltests natürlich für die Situation bereithält, wo eben nicht diese Zeit vorhanden ist. Sie müssen sich vorstellen, nach einem negativen PCR-Ergebnis haben Sie einen längeren Zeitraum, wo Sie mit hoher Sicherheit sagen können, dass keine Infektion oder keine Infektiosität entsteht. Das ist beim Antigen-Schnelltest, auch bei den sehr guten, die verfügbar sind, viel kürzer dieser Zeitraum. Das heißt, wir reden hier sicherlich nicht über einen Zeitraum, der länger ist als 2 bis 3 Stunden. Sie haben ja den Vorfall bei Herrn Trump gesehen. Also wenn man hier auf einen Tag geht, kann das bei den Antigen-Schnelltesten problematisch werden, weil sie eben kurz vor dem Bereich der Infektiosität auch erst positiv werden. Insofern ist für eine Situation, wie wir sie jetzt haben, wo eine hohe Inzidenz ist, wo wir eben verhindern müssen, dass Infektionen in die Altenpflegeheime eingetragen werden, meines Erachtens, und ich glaube, wir waren uns da auch einig, die Variante der PCR-Testung die bessere. Aber man muss natürlich sehen und daran arbeiten, dass auch die Ressourcen dafür vorhanden sind, dass das umsetzbar ist und vor allen Dingen, was dahinter steckt. Das ist ja nicht nur alleine die Testung, sondern vor allen Dingen auch der Datentransport. Wer hat sich wann wo testen lassen und wie wird das mitgeteilt? Das ist ganz entscheidend. Da gibt es sehr gute Entwicklungen. Wir haben die diskutiert. Da möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Aber ich glaube, hier kann in Hamburg auch etwas entstehen, was durchaus auch Vorbildcharakter haben könnte. Das werden die nächsten Wochen zeigen.
Vielen Dank, Herr Fischer. Ich habe noch eine Nachfrage zum Hallensport. Herr Schmidt-Schanasit hatte ja schon aus Expertensicht ausgeführt. Die Frage an den Bürgermeister, weil Bayern hat es ja nun auf die politische Ebene gehoben, indem sie ein generelles Hallensportverbot auf Bundesebene fordern. Können Sie sich das für Hamburg, wo es ja noch nicht generell gilt, vorstellen? Ja, wir haben sehr weitgehende Beschränkungen des Freizeitsports. Und ich glaube, es gehörte mit zu den Maßnahmen, die wir erlassen mussten. Also es gibt meines Wissens keinen Hallensport derzeit im Freizeitbereich. Wir machen Sport unter freiem Himmel, individuell. Und ich glaube, das gehört jetzt leider in dieses Paket an Maßnahmen, damit wir einfach, selbst wenn wir nicht sicher sind, dass in bestimmten Bereichen oder in welchem Umfang in einem bestimmten Bereich Infektionen entstehen, mussten wir eben ganz, ganz generell sagen, wir müssen Kontakte reduzieren, in allen Bereichen, leider auch in der Kultur, leider auch in der Gastronomie und eben im Amateursport. Alles andere ist im Prinzip schon entschieden. Wir haben keine großen Profifußballspiele mit Tausenden an Zuschauern. Dabei wird es auch zunächst bleiben, bis wir uns wieder Lockerungsschritte erlauben können. Aber in diesem Bereich sind sie momentan eben nicht jetzt konkret terminierbar. Herr Dück. Ja, Hamburg 1, Tristan Dück. Eine Frage an Herrn Schmidt-Schanasit. Zu Beginn des Wellenbrecher-Shutdowns waren Sie ja auch in den Medien mit der Kritik an der Härte der Maßnahmen. Inwiefern hat sich da Ihre Einschätzung mittlerweile geändert? Also ich stimme da vollkommen überein, was der Bürgermeister am Anfang gesagt hat. Es besteht überhaupt gar kein Dissens, dass es eine ernste Situation ist und dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. So. Und die zweite Frage, die sich dann daran anschließt, ist, kann man, das was der Bürgermeister gesagt hat, zielgerichteter in der Zukunft Maßnahmen ergreifen, um vielleicht noch bessere Effekte hervorzurufen? Und vor dem Hintergrund sind auch meine alten Äußerungen als Diskussionsbeitrag zu verstehen, dass man sagt, kann man in der Zukunft darüber nachdenken, anstatt der Theater vielleicht andere Maßnahmen zu ergreifen, die eine größere Wirksamkeit entfalten. Das spielt jetzt aktuell keine Rolle, weil es ja so entschieden wurde, aber es ist eben, und es ging ja da auch um eine langfristige Strategie. Es ging nicht darum, sozusagen jetzt akut etwas anders zu machen, sondern es ging um die langfristige Strategie, dass wir langfristig vielleicht dahin zurückkommen können, Theater offen zu halten, aber auf der anderen Seite viel stärker in die Zielgruppen hineinzuwirken. Ich habe es ja nun schon mal angerissen, aber es sprengt das natürlich den Rahmen, hier in die Detail zu gehen, wie wir das erreichen können. Aber dass wir in diese Richtung gehen, weil dort treten ja sehr viele Infektionen auf und es ist uns in der Vergangenheit nicht gelungen, in diesen Bereichen effektiv diese Infektionen zu verhindern. Also insofern ist das, glaube ich, nochmal die Einordnung. Also ich kann auch nochmal bestätigen, wir haben ja gleich unmittelbar, das war ja ein zeitliches Zusammentreffen der Maßnahmen, der Entscheidungen auf der Ministerpräsidentenkonferenz und dann das, was Herr Schmidt-Schanasit und andere dann auch kommuniziert haben. Wir haben, glaube ich, unmittelbar da telefoniert und es gibt hier dezidiert keine Kritik an dieser also ich nenne das jetzt Wellenbrecherentscheidung. Es musste mit den Infektionszahlen zurückgegangen werden. Ich glaube, der Verlauf, der dann sich auch noch mal gezeigt hat, das auch noch mal ganz eindrücklich bestätigt. Die Politik musste handeln und sie hat konsequent gehandelt. Und natürlich ist es enorm wichtig, dass man dann über solche Zeitpunkte auch hinaus und weiterdenkt. Und genau das ist das Thema von Herrn Schmidt-Schanasit und anderen gewesen. Und genau diesen Gedanken haben wir heute auch vertieft, weil er natürlich wichtig ist. Gut, damit sind auch zwei der drei Fragen von Herrn Rojan beantwortet worden. Herr Zimmermann von Siefert vom ZDF hat wahrscheinlich dem Livestream nicht ganz von Anfang an gefolgt, aber nachrichtlich noch die Frage an den ersten Bürgermeister, was konkret als Erkenntnis er mit aus der Runde genommen hat. Um welche Themen ging es im direkten Hamburg-Zusammenhang? Heute Vormittag hat der erste Bürgermeister am Anfang beantwortet. Und Herr Schmidt-Schanasit, an Sie richtet sich noch die Frage, was halten Sie von der Linie vieler Bundesländer, auch von Hamburg, die Schulen unbedingt offen zu halten? Ist es aus Ihrer Sicht nach wie vor so, dass man von den Schulen sagen kann, dass sie keine Infektionsherde sind? Ich hatte den Eindruck, dass Sie dazu schon Stellung genommen haben. Wenn Sie dem noch etwas hinzufügen wollen, müssten Sie nicken. Ganz kurz, also ist es auch wieder so eine zugespitzte Frage. Niemand hat gesagt, dass es keine Herde sind. Wenn Infektionen eingetragen werden, können dort auch Infektionscluster entstehen. Aber die Daten zeigen ganz klar, und der Bürgermeister hat es auch noch mal in seiner Präsentation gezeigt, dass sie eben keine
wenn ich jetzt dieses Wort mal verwende, Treiber sind, wo eben massenhaft Infektionen nach außen getragen werden. Das ist doch der entscheidende Punkt. Und dann muss eben die politische Abwägung sozusagen erfolgen, wie wichtig sind uns Schulen und Kitas, und sie haben die absolut höchste Priorität. Und dann nimmt man auch Infektionen oder muss das natürlich in Kauf nehmen, weil man kann natürlich keinen Bereich so sicher machen, dass gar keine Infektionen auftreten. Das ist natürlich vollkommen unrealistisch. Vielen Dank. Dann haben wir jetzt die allerletzte Frage von Herrn Schenk, der sich da hinten für die Zuschauer nicht ganz ersichtlich zum richtigen Mikrofon bewegt. Ja, ich habe noch eine Frage an den ersten Bürgermeister. Jetzt steht ja der Dezember bevor mit dem Kerngeschäft für den Einzelhandel. Die Frage dazu, bei steigenden Infektionszahlen, wird es dabei bleiben, dass der weiter offen bleibt, und vor welcher Herausforderung steht Hamburg da? Wir haben den Einzelhandel ja offen gehalten bisher, und ich gehe nicht von steigenden Infektionszahlen aus, sondern ich gehe davon aus, dass wir Infektionszahlen in den nächsten Wochen haben, die zurückgehen. Die Frage ist, wie weit sie zurückgehen und was unser Ziel ist, ab wann wir uns zutrauen, Lockerungen zu beschließen. Ich gehe aus heutiger Sicht nicht davon aus, dass wir weitere Beschränkungen für den Einzelhandel beschließen müssen. Bin auch froh, dass das sich gut eingespielt hat, dass Bürgerinnen und Bürger beim Einkaufen Masken tragen, dass der Einzelhandel selbst Schutzvorkehrungen getroffen hat. Und ich hoffe, dass das ausreicht und dass es dabei bleiben kann. Ich freue mich auf ein weihnachtliches Bild in der Innenstadt, dass wir ein Stück weit weihnachtliche Stimmung herstellen können. Und das wird eben alles anders sein als die letzten Jahre. Aber der Einzelhandel ist derzeit wirklich der Bereich, der jetzt gut organisiert ist. Viel mehr Sorgen mache ich mir eben um die Gastronomie, um die Veranstaltungswirtschaft, um die Kultur, all da, wo jetzt die Dinge nicht so leicht sind und wo ich auch froh bin, dass die Bundesregierung mit den Novemberhilfen wirklich eine wirklich wahrscheinlich europaweit einmalige, auch wirtschaftliche Unterstützung gibt diesen besonderen Branchen, die ohnehin schon belastet waren und die jetzt noch einmal sehr stark von diesem Wellenbrecher-Lockdown betroffen sind. Wenn das die letzte Frage war, Herr Sprecher des Senats, würde ich zum Schluss gerne noch einmal sagen, dass ich mich sehr bedanken möchte für die Unterstützung, die die Medizin und die Wissenschaft der Politik geben derzeit. Das ist enorm wichtig. Das gilt für ganz Deutschland. Also die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland können sich sicher sein, dass die Politik wirklich eine sehr, sehr gute Unterstützung aus der Wissenschaft, aus der Medizin hat. Das gilt ganz besonders in Hamburg. Wir haben diese hohe Kompetenz in den unterschiedlichen Bereichen hier. Und damit da kein falscher Eindruck entsteht, es ist heute natürlich hier ein besonderes Gespräch gewesen und auch diese Pressekonferenz ist etwas Besonderes. Aber alle diejenigen, die hier am Tisch sitzen, sind jederzeit erreichbar und bereit zu unterstützen. Ich habe das persönlich erfahren, dass das wirklich einmalig ist, wie präzise auch und wie konkret wir in der Politik, ich hier in Hamburg, diesen Support bekomme. Das ist enorm hilfreich bei der Beurteilung der Dinge, die einfach komplexer werden. Und insofern noch einmal ein herzliches Dank an diejenigen, die auch heute hier für Fragen und Antworten zur Verfügung standen. Und noch einmal der Blick nach draußen. Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, natürlich in ganz Deutschland, aber vor allem in Hamburg. Ich glaube, wir sind weiterhin sehr, sehr gut aufgestellt im Gesundheitswesen. Wir sind bestens präpariert für die nächste Zeit. Ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir in diesem Geist weiterarbeiten, dass wir der Pandemie weiterhin standhalten werden und dass wir dann wirklich auch Licht am Ende des Tunnels erleben werden. Dazu gehört, dass wir weiterhin in dieser Geschlossenheit, in dieser konstruktiven Art und Weise mit den Fragen umgehen. Und dazu gehört auch, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger an den Maßnahmen beteiligen, die wir beschließen. Denn es ist so, die Pandemie, weder die Wissenschaft noch die Politik kann es uns allen abnehmen. Wir müssen jeder für uns selbst Verantwortung tragen, uns in unserem täglichen Verhalten in diesen Corona-Zeiten an die Regeln halten und auf diese Beschränkungen achten. In diesem Sinne bin ich sehr zuversichtlich, dass es gut weitergeht die nächsten Monate und bedanke mich für das auch öffentliche Interesse an diesem Fachgespräch heute. Ja, meine Damen und Herren, damit schließe ich die Pressekonferenz. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Ach, vielleicht. Es gab den Wunsch der Fotografinnen und Fotografen eines Gruppenfotos am Anfang